Hallo zum Sport mit Basketball und Fußball. Wir haben, wie angekündigt, noch weitere Stimmen aus der Paul-Horn-Arena. Da haben ja die Tigers Tübingen durch den Sieg im dritten Playoff-Halbfinale gegen die Lions Karlsruhe zumindest sportlich den Aufstieg in die BBL perfekt gemacht und zudem den Einzug ins Zweitliga-Finale geschafft. Da geht es dann Anfang Juni entweder gegen Vechta oder gegen Gießen. Vechta führt da aktuell mit 2:1. Danach schauen wir zur TSG Balingen. Die spielt ja eine ganz starke Runde in der Regionalliga. Zunächst aber die Stimmen aus Tübingen. Ein Wahnsinnsstück Arbeit, aber egal, hat sich gelohnt. Christian, für mich ist auch persönlich unglaublich. Ich war hier vor 8 Jahren in der ersten Liga. Jetzt steige ich 2-mal hintereinander auf. Bin vielleicht auch nicht mit der besten Ruf gegangen und komme jetzt hier wieder und bin der Leader von diesem Team. Ich könnte heulen. Du hast am Schluss eine riesige Leistung gebracht und auch getroffen. Ja, das ist mir alles scheißegal. Wir haben die Scheiße 2-mal geschafft. Das ist einfach, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ja nur geil. Ja. Es war eine granatenmäßige Teamleistung. Auf jeden Fall. Also die waren zwar dezimiert. Ich glaube, wir waren mental nicht da, wo wir sein sollten. Nichtsdestotrotz haben wir es am Ende durch Stops, durch kämpferische Defense am Ende das Spiel noch irgendwie gewonnen. Was war so schwierig? War das mehr Druck oder mehr Vorfreude? Es ist schwierig zu sagen. Es ist immer schwierig, gegen Teams zu spielen, die mit einem dezimierten Kader kommen. Wir haben ja auch gegen Bochum damals verloren, die mit 6-7 Leuten gespielt haben. Und ich meine, Karlsruhe nicht umsonst 3. Platz. Auch wirklich Respekt vor dem Charakter von der Mannschaft von Karlsruhe. Aber ja, ich bin unglaublich stolz, 2-mal in Folge jetzt sportlich aufgestiegen zu sein. Und ja, wir werden das heute genießen und uns dann auf Vechta fokussieren oder Gießen. Aufstieg ist gemacht, aber die Meisterschaft ist auch ein Thema. Auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir ja verloren. Deswegen ist dieses Jahr auf jeden Fall die Motivation hoch, das Ding zu holen. Herold, herzlichen Glückwunsch. Die Halle tobt und sie hat euch wohl durchs Spiel getragen. Absolut. Also, ich meine, schaut euch die ganzen Leute an. Wir nehmen die Energie natürlich mit. Sie haben unglaublich gut gekämpft in Karlsruhe. Also sie haben es uns auch echt nicht leicht gemacht, aber im Endeffekt haben wir dann, glaube ich, als Team haben sie es einfach durchgezogen und haben es dann doch mehr gewollt. Eine typische Mannschaftsleistung von euch. Absolut, das macht uns aus, das macht uns das ganze Jahr über schon aus. Da ist es nur so richtig, dass wir so auch ins Finale kommen. Wie groß war der Druck, wie groß war die Vorfreude? Der Druck, würde ich jetzt sagen, war nicht so groß. Wir wissen, was wir können. Natürlich sind wir ein bisschen nervös und so weiter. Aber ansonsten waren wir voll da und die Vorfreude ist natürlich hoch. Und jetzt muss die Meisterschaft her. Absolut, das ist das Ziel. Das Ziel ist, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen da ganz nach vorne gehen. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch, feiert schön. Dankeschön, Dankeschön. Julian, ich finde euer bestes Spiel großer Respekt. Wie hast du es gesehen? Ja, also wir haben heute auf jeden Fall das Herz auf dem Feld gelassen, sagen wir so. Es war unsere letzte Chance, Rücken gegen die Wand, aber ja, hat am Ende leider nicht gereicht. Ich denke, Tübingen war auf jeden Fall zu Recht, geht jetzt hoch. Habt ihr echt dran geglaubt, mit dieser kleinen Rotation was ausrichten zu können vor dem Spiel? Im Spiel war es da, die Chance. Ja, also es war natürlich eine Hiobsbotschaft heute Morgen, mit, dass der Mo leider nicht dabei ist. Aber ich meine, sowas ganze Jahr werden immer wieder Leute raus und jeder musste dann in eine andere Rolle schlüpfen. Und wie gesagt, wir hatten keine andere Wahl. Also wir mussten hierher und alles auf dem Feld lassen. Und ja, schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Kann man sagen, dass eure Starting Five eigentlich die bessere Mannschaft war? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, bei unserer eigentlichen Starting Five haben heute 3 Spiele gefehlt. Also deswegen, ich denke, Tübingen hatte ein bisschen Probleme, weil wir halt klein gespielt haben und schnell und aggressiv verteidigt haben. Aber ja, am Ende haben sie es irgendwie doch hingekriegt. Ja, und dann ist dann doch vielleicht mehr Druck da, als man zugibt. Ja, ich glaube, man hat schon auch ein bisschen gesehen. Also wir hatten ganz gute Antworten so für ihre Offensive. Ja, am Ende haben wir die Big Shots nicht gemacht. Ich habe einen liegen lassen, der Level hat einen liegen lassen. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir haben uns hier nochmal gut verkauft und die Saison war für uns trotzdem ein Erfolg. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm, dass wir da unter den Top 4 Teams sind. Deswegen, ja, also es tut natürlich weh. Ich hätte gern hier nochmal ein Spiel gemacht oder auch in Karlsruhe oder ins Finale gekommen, aber ja, das passt schon. Kopf hoch, es war gut. Vielen Dank. Alles Gute. Well, to be really honest, we did
Nun, wenn ich ehrlich bin, haben wir heute nicht viel getan, um uns den Sieg zu verdienen. Wir konnten über das gesamte Spiel kaum Stops erzwingen, egal was wir versucht haben. Einen großen Respekt an die Lions, die sich trotz der vielen Ausfälle teuer verkauft haben und kurz vor dem Sieg standen. Sie haben uns alles abverlangt und wirklich mit dem dezimierten Kader einen tollen Fight geliefert. Sie haben große individuelle Qualität im Team. Am Ende waren wir die Glücklicheren, obwohl es, wie gesagt, nicht unbedingt verdient war. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr über den Einzug ins Finale und natürlich über den sportlichen Aufstieg in die erste Bundesliga. Es war eine lange Serie, vor allem das Viertelfinale über 5 Spiele und die langen Fahrten nach Bremerhaven. Das gilt aber natürlich für alle Teams. Für uns ist die Saison ja noch nicht zu Ende. Jetzt wollen wir natürlich auch das Finale für uns entscheiden. To be honest, like I think somehow we didn't really function in this game. I congratulate Danny and his team for the excellent season. They deserved it. They played the best basketball. Zunächst mal möchte ich Danny und seinem Team zu einer exzellenten Saison gratulieren. Sie haben den Aufstieg verdient. Sie haben den besten Basketball gespielt. Es ist beeindruckend, wie die Jungs füreinander kämpfen. Sie haben vom Coach einen klaren Plan, wie ein Spiel ablaufen soll, und sie setzen den um. Nochmal, das ist wirklich sehr stark und macht es natürlich für die gegnerische Mannschaft schwierig. Ich wünsche den Tigers alles Gute dann, wo immer sie nächstes Jahr spielen. Ich hoffe, es klappt dann mit der BBL, wenn man die Lizenz bekommt. Für uns ist es, ich würde sagen, etwas traurig, die Saison so zu beenden, aber wir sind verdient ausgeschieden. Wir wollten die Serie natürlich etwas spannender gestalten, aber die Umstände ließen es nicht zu. Dennoch haben wir mit Platz 3 in der Hauptrunde und dem Erreichen des Halbfinals eine starke Runde gespielt, finde ich. Einiges lag dann nicht in unserer Hand. Jetzt schauen wir nach vorne und wollen wieder eine gute Mannschaft zusammenstellen. Also, jetzt heißt es feiern und warten. Zunächst auf den Finalgegner und dann bis Ende Juni auf das grüne Licht in Sachen Lizenz. Und jetzt geht's weiter in der Bizerba Arena. Ja, satte 56 Punkte sammelte die TSG Balingen in dieser Saison in der Regionalliga Südwest. Allein 10 davon gegen die Top-Teams aus Ulm und Hoffenheim. Gegen die Hoffenheimer Zweite gewann man ja, wie berichtet, das letzte Heimspiel mit 3:1. 2 Pflichtspiele stehen noch an. Am Samstag in der Liga beim feststehenden Absteiger Koblenz und dann natürlich am 3. Juni das WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers. Das Fazit und den Ausblick aus der Bizerba Arena. 56 Punkte, das ist mal ein Brett. Also da ziehe ich einen Hut vor. Das war eine richtig tolle Runde, die ja noch nicht zu Ende ist. Ja, die Messlatte für nächste Saison liegt hoch. Aber wir haben noch ein Regionalligaspiel und dann vor allem noch ein Riesen-Highlight für uns alle, wo wir dieses Jahr jetzt endlich auch mal das Ding hier mit nach Balingen holen wollen. Von daher sind wir noch 2 Wochen konzentriert und hoffen dann, dass wir was Großes zum Feiern haben. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Jeder kämpft für den anderen, jeder gönnt dem anderen was. Es ist keiner mal unglücklich, wenn er auf der Bank sitzt. Und jeder, wenn er reinkommt, haut er sich voll rein. Und ich glaube, das ist dieses Jahr schon der Schlüssel zum Erfolg. Es ist mal egal, wenn mal 2, 3 verletzt sind oder gelb gesperrt. Wir können das immer kompensieren, weil eben alle im Rhythmus sind und dann auch jeder ein gutes Spiel machen kann. 56 Punkte, da setze ich mal ein dickes Ausrufezeichen dahinter und 3 könnten ja noch dazukommen. Also die TSG zieht es durch, diese starke Saison. Top. Ja, absolut. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben ja noch ein ganz großes Spiel vor der Brust im WFV-Pokal und da wollen wir einfach im Flow bleiben. Wir wollen da jedes Spiel nutzen, um uns da perfekt darauf vorzubereiten. Und deswegen war das eine gelungene Geschichte heute. Was hat euch denn so stark gemacht in dieser Saison? Ich meine, es war eine richtige Erfolgsstory von Anfang bis Ende. Ja, ich glaube einfach, dass wir als Team einfach funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei uns. Klar haben wir uns auch, glaube ich, fußballerisch extrem weiterentwickelt. Man sieht es ja auch an den Zuschauerzahlen. Also es macht, glaube ich, auch richtig Spaß, uns zuzuschauen. Und das war einfach jetzt ein Reifungsprozess über die mehreren Monate. Und da muss man wirklich jedem Einzelnen ein Riesenkompliment aussprechen. Du hast schon gesagt, Koblenz geht es nochmal um Ligapunkte nächste Woche, aber dann 3. Juni dieses WV-Pokalfinale. Die Kickers ist natürlich ein Brett, die haben 100 Tore gemacht in der Oberliga, aber okay, ich meine, ihr seid ein starker Regionalligist, das wird eine heiße Kiste. Ja, wie du schon richtig sagst, es wird eine heiße Kiste. Kickers auch eine unfassbare Saison gespielt, wollen das Double holen, wahrscheinlich nochmal extra motiviert, aber wir wollen den Pokal unbedingt hierher holen. Wir haben den noch nie hierher geholt und jetzt wird es mal langsam Zeit, dass wir nächste Saison im DFB-Pokal auftribbeln.
So sieht's aus, Moritz. Dann sagen wir nochmal Glückwunsch für ein tolles Spiel heute, für eine tolle Runde und drücken die Daumen für die nächsten zwei Aufgaben noch und vielen Dank. Dankeschön. Jetzt auch diese Highlights Ulm und dann auch nochmal Hoffenheim hier geschlagen. Also es war eine tolle Saison bis hin, die ja noch nicht zu Ende ist. Ja, ich glaube, wir haben noch zwei Spiele und die wollen wir auch beide gewinnen. Und das Highlight in Stuttgart, ja, da wissen wir, glaube ich, alle, dass das wichtigste Spiel ist jetzt noch in der Saison. Und das wollen wir natürlich gewinnen und dann den Pokal hochhalten. Was hat euch denn ausgezeichnet in dieser Saison? Kann man das an ein paar Punkten festmachen? Ja, ich glaube auf jeden Fall die Teamleistung. Ich glaube, wir waren wieder eine Mannschaft, die außerhalb und auf dem Spielfeld gut miteinander klarkommt. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend für uns. Und dann natürlich spielerisch haben wir natürlich enorm zugelegt. Und ich glaube, das hat auch jeder Zuschauer gesehen. So sieht es aus. In der Konstellation wird es ja wohl auch weitergehen. Also zumindest beim Trainerteam. Und ich glaube, die Truppe bleibt auch so zusammen. Also dann für die nächste Runde. Ja, einige Verträge laufen aus, die noch nicht verlängert sind. Aber ich hoffe, dass da in den nächsten Tagen was passiert im positiven Sinne. Matze, dann fahr noch ein bisschen und dann drüber die Daumen jetzt für Koblenz aktuell und dann natürlich auch fürs Finale dann am 3. Juni. Jo, dankeschön. Ja, ich denke, das sind verschiedene Themen. Einmal, dass wir einen Großteil der letzten Mannschaft aus dem letzten Jahr behalten konnten, dass wir uns da punktuell nur verstärken konnten und wenige Abgänge verkraften mussten. Dann spielt man sich da natürlich immer mehr ein. Und als zweites kommt dann natürlich auch dazu, dass es vor allem in der Hinrunde halt einen richtig guten Lauf gab, in denen dann halt auch vieles geklappt hat, was vielleicht in anderen Situationen oder in der Vorsaison mal nicht so gut gelaufen ist für uns. Und zuletzt halt natürlich auch, denke ich, dass wir halt immer an uns glauben, was halt auch auf die Erfolge aus dieser Saison zurückzuführen ist. Und von dem her denke ich, dass wir da dieses Jahr eine ganz gute Mischung haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt noch zwei Wochen machen können und auf die neue Runde auch mit übernehmen können. Ja, es ist die erfolgreichste Saison, glaube ich, die wir je gespielt haben und macht natürlich mega stolz, macht unglaublich viel Spaß, vor allem nicht nur, weil wir Ergebnisse holen, sondern ich finde auch immer noch die Art und Weise, wie wir spielen, auch immer wieder, wie die Jungs immer wieder zurückkommen und wir dürfen einfach eins nicht vergessen, wir trainieren weiterhin nur dreimal die Woche und es ist immer wieder, man muss sich eigentlich fast schon zwicken jeden Tag, ob das real ist, was hier passiert. Ja, wahnsinnig tolle Zeit mit Höhen und Tiefen. Wir haben neben dem Feld und auf dem Feld uns wahnsinnig weiterentwickelt. Wir haben den Verein abgespalten in der Zeit. Wir haben Corona mitgemacht, was sicher gar nicht einfach war, gerade für uns, glaube ich, auch als Amateurverein. Und jetzt dann so eine Saison zum Abschluss hinzulegen, schöner kann es für mich gar nicht sein. Ja, also natürlich werde ich der TSG irgendwo verbunden bleiben. Ich werde natürlich nicht mehr täglich hier mitarbeiten. Ich bin nicht mehr hier vor Ort. Aber es gibt schon einige Dinge, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Wir haben jetzt letzte Woche die neue Fußballschule gelauncht. Wir sind mit verschiedenen Jugendmannschaften noch im Kurs, mit der U19 und auch mit der U23 auf Aufstiegskurs. Also von daher, hier ist noch einiges zu tun und hoffentlich auch zu erwarten. Genau, und die Truppe wird soweit zusammenbleiben, das kannst du uns schon ein bisschen verraten, oder? Ich meine, die Gespräche laufen ja. Also die Gespräche laufen und die laufen auch ziemlich gut alle. Nichtsdestotrotz wird man sicher auch den einen oder anderen Abgang wieder haben. Das wird sich auch hier nicht verhindern lassen. Aber wir sind hier guter Dinge, dass ein Großteil der Mannschaft, die jetzt hier erfolgreich spielt, auch nächste Saison wieder das TSG-Trikot tragen wird. Am Samstag in einer Woche spielt die TSG dann um 16.15 Uhr im Gazzi-Stadion in Degerloch gegen den künftigen Liga-Rivalen. Die Stuttgarter Kickers feierten ja nicht nur die Oberligameisterschaft mit bislang 81 Punkten und 103 zu 17 Toren, sondern sind auch Pokaltitelverteidiger. Die TSG wartet noch auf den ersten Pokaltriumph. Die Kickers haben auch eine riesen Runde gespielt in der Oberliga, spielen zu Hause, aber ihr kommt damit richtig bei der Brust ins Gazzi-Stadion. Ja, vielleicht haben sie einen leichten Vorteil mit den Zuschauern, aber ich glaube, wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben viele Auswärtsspiele diese Saison gemacht, wo der Gegner viele Fans hatte, wo wir gut gespielt haben. Von daher, wir sind gut drauf und wir sind da zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel machen und dann hoffentlich das bessere Ende für uns haben. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass Stuttgarter Kickers ein guter Gegner ist. Aber ich glaube, wir haben Selbstvertrauen und ich glaube, wir haben auch eine super Runde gespielt. Und wir brauchen vor keinem Angst haben und so gehen wir auch in das Spiel. Ja, das ist sicher Vorfreude pur und wir wissen da, was auf uns zukommt, aber wir haben schon auch ein gewisses Selbstwertgefühl und freuen uns erstmal dort das Spiel spielen zu können. Und wie gesagt, jetzt versucht man da gegen Koblenz nochmal, dass alle, die da auftreten, in gute Form kommen und dann schauen wir, was am 3. Juni passiert.
Martin, das haben wir schon mal Glückwunsch zu einer tollen Runde, zu einem tollen Heimabschluss. Drücken die Daumen dann für die zwei Aufgaben, die noch anstehen. Und ja, vielen Dank. Danke auch. Ihr bringt da einige Fans mit, weil die werden ordentlich Rabatz machen. Ja, also wir erwarten irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Fans insgesamt, denke ich. Und unser Ziel mit Baling ist, dass wir 1.000 Leute mitbringen. Das wär super. Wir haben eine riesen Busaktion ja geplant und hoffen, dass das dann auch so funktioniert. Ihr habt den Pokal noch nie geholt mit der TSG. Dann wird es Zeit, dass wir das dieses Jahr machen. Ich denke, dass es ein sehr, sehr heißes Spiel wird. Kickers will es gewinnen, wir wollen es gewinnen. Die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Fans im Haus. Den Heimvorteil werden sie haben, aber ist doch schön, wenn wir dann da ein gutes Spiel abliefert, im Optimalfall gewinnt. Aber das wird ein hartes Spiel. Ich denke, die Chancen stehen vor dem Spiel 50-50. Mal gucken, was man draus macht. Und wenn es dann so kommen sollte, dass wir das Ding gewinnen, dann klar, dann wird wahrscheinlich hier drüben die Hütte brennen. Neben Geschäftsführer Lindenmeier, der nach 5 Jahren in die freie Wirtschaft wechselt, steht mit Laurin Kurda auch schon ein sportlicher Abgang fest. Kurda wechselt, wie schon kurz vermeldet, zum Zweitligisten Paderborn. Wir bleiben am Ball, das war's vom Sport. Und mit dem letzten Heimtor der Saison, dem 11. von Jan Ferdinand, entlassen wir Sie ins Wochenende.